Hallo, Hallöchen, ich mag Würstchen. Wir spielen heute ein Spiel namens Sosig. Sosig ist wohl eine leckere Wurst, ein Wienerle, das durch die Gegend spaziert und herumspringt. Ein bisschen plattformermäßig. Ich habe den Controller hier auch schon angeschmissen. Und ich weiß auch, dass wir auf der Suche nach Ketchup sind. Sosig. Ja. Our world is empty. Unsere Welt ist leer. Devoid of color. Devoid of life. Keine Farbe, kein Leben. Nothing is left. You are the only one who can save this world. Es ist sehr melodramatisch dafür, dass es um die Story einer Wurst geht. We are counting on you. Wir zählen auf dich. So sick. Ja, man sieht, dass hier keine Farbe da ist. Ist nämlich sehr schwarz-weiß, aber ich kann mich vielleicht zumindest schon mal kurz anschauen. Ich bin Würstchen mit einer Sonnenbrille auf. Und hier befindet sich ein leeres Glas. Ich drücke mal, ob ich springe. Ja, ich kann springen. Ich bin reingesprungen. Ich bin nochmal reingesprungen. Zweimal. Das weiß man ja, man kriegt ja so ein Glas, kriegt man ja jetzt nun wirklich seltenst beim ersten Versuch auf. Da muss man dann schon irgendwie zweimal rein. Oh Gott. Es ist ja wirklich sehr, sehr grau. Aber da ist eine Wurst mit wunderschönen grünen Schülein und sie hat wirklich so richtig dieses kleine Wienerle. Und Dive, ja, ist dieses Rumgedäsche. Dann schaue ich mal. Also, ich muss wohl erstmal da hoch. Da ist nämlich auch so eine Ketchup-Tube. Und mit dem Ketchup bringe ich dann bestimmt Farbe zurück in die Welt. Wie springst du so rum? Okay. Das funktioniert. Es ist ein bisschen Farbe zurückgebracht, ne? Kann ich auf die Gegner draufspringen oder sterbe ich dann direkt? Ich kann, wie ein kleiner, fröhlicher Mario, einfach draufspringen. So, wie kommen wir jetzt dann hier hoch? Kann ich so Walljumps machen? Ja! Oh, Leute! Das ist ja fast eine Mario Maker-Episode hier, bloß eben in 3D. Mal klassischer 3D-Plattformer. Da sind wir im ersten Checkpoint angelangt und da muss ich jetzt auch inzwischen beweisen, was ich so kann. Gut, also ich spiele die meiste Zeit 2D-Plattformer, das ist schon nochmal eine unterschiedliche Nummer. Aber zumindest Mühe geben werde ich mir. Da habe ich Senf gefunden und mit dem Senf habe ich die Plattformen zum letzten Zutaten... Ne, Moment, da unten ist was. Da unten ist ein Secret. Also ein Secret, ne? Kein Secret. Hallo? Ein Schaf. Oh Gott. Ja, sehr, also, gemeingefährlich, würde ich mal sagen, dass das geklappt hat. Aber ich muss ja auch wieder hoch. Ich kann auch spinnen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die Wurst so eine Stimme hat. Hört euch das mal an kurz. Spin! Die Wurst war noch nicht mal im Stimmbruch. Ah, so ein Prinzip. Ja, gar kein Problem für mich. Ich bin drin. Waren das nochmal Gürkchen? Was bauen wir eigentlich zusammen? Ich glaube, dann Hotdog. Das ist das Ziel jetzt hier. Oh ja, leg dich rein. Sonn dich eine Runde. Aber wirklich ein sehr kleiner Hotdog. Also das ist ja, den hast du ja mit einem Bissen weg. Das gefällt mir. Das hättest du auch so irgendwie mal irgendwann auf der PlayStation oder so früher rausbringen können. Das sieht mir so aus wie so Stacheln. Finde ich nicht gut. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Ja, geil. Spin! Wie mache ich das denn dann? Oder sind das so Sprungplattformen? Das ist doch keine Sprungplattform, oder Leute? Das bringt mich doch um hier. Kannst du mir nicht anders erzählen. Da hinten ist auch nochmal, ist das Brötchen. Ja, da muss ich einfach nur oh Gott, okay, da ist der erste tot. Leider slidet das Würstchen darüber, als wäre sonst was los. So, man muss da richtig abbremsen. Ansonsten hast du nicht so viele Möglichkeiten. Also man muss so ein bisschen regulieren, wirklich, wann man spinnt. Ich glaube, ich kann hier den Gegner easy überspringen. Ja, oh, komm, Jungchen. Pass auf, da haben wir den Senf schon mal wieder entdeckt. Hier kann man bestimmt wieder durchsliden. So, jetzt geht's hier unten durch. Wie sich da... Hallo, pass auf. Was ist eigentlich mit der Gabel hier los? Das ist ja der Checkpoint. Das ist ja der Checkpoint. Die Gabel ist ja der Checkpoint. Ja, genau, in dem Moment. Hallo. Schweinerei. Sieht im ersten Level sehr, sehr rund und ohne Probleme. Aber ich kann mir auch ein paar Probleme zwischendurch leisten. Das braucht hier ja ewig. Was soll das denn jetzt? Ah, guck mal. Pro Sprung. Ich dachte bisher, dass das so reguliert ist, wie die Schaltblöcke bei Mario zum Beispiel. Weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich Mario spiele oder so. Ist top secret. Ne?
Aber es ist je nach Sprung. Oh Gott, Alter, das Rutschen gefällt mir aber gar nicht. Wurstileim? Unangenehm hier gerade. Super unangenehm hier gerade. So, ich hatte die Lösung. Es war einfach nicht nochmal den Spinjump dazwischen zu packen. Jetzt habe ich hier aber auch zum Glück ein bisschen cooles Ketchup. Und kümmere mich jetzt einfach um meine geilen Walljumps. Und dann hat sich das bald. Aber das ist eigentlich auch ganz... Willst du mich eigentlich völlig auf den Arm nehmen? Eine interessante Mechanik, dass beim Springen sich die Plattform aktivieren. Du bist eine richtig böse Wurst gerade, du Würstchen. So, jetzt hat das alles geklappt. Ich bin jetzt drin. Ich musste erst zur Wurst werden, um die Wurst endgültig zu verstehen. Ne? Nicht spinnen! Die macht mich wahnsinnig. Ich glaube, Plattformer sind auch echt das, da regt sich der Onkel Kettos auf. Spin! Ja, cool, Spin! Vielleicht machst du auch mal die Walljumps, wenn man das dir sagt. Nicht Spin! So. Das hat doch wundervoll funktioniert. Also ohne Probleme. Die, da ist euer schon wieder, da ist grüne Mayonnaise. Spin. Cool, auch wieder ein Checkpoint erreicht und es wird grün. Es wird doch so toll farbig hier. Das wird jetzt gar kein Stress für dich. Da drüben wäre übrigens wieder das Schaf. Ich zeige euch mal, dass ich ganz genau weiß, wie ich da hinkomme. Also nicht so. Ich wollte nur kurz nochmal hier, also ich war nicht am Sprinten. Ich will das Schaf natürlich mitnehmen. Ja! Spin! So, das haben wir jetzt aber dann auch. Und ich gehe ja direkt natürlich wieder in den Tod, weil ich dann wieder beim entsprechenden Checkpoint lande. Yeah, ich finde, die Wurst, das Würstchen sollte noch so immer mit dem Fuß wippen, wenn es hier so stehen bleibt. So, habe ich das jetzt auch wirklich eingesammelt? Ja, habe ich. Okay, gut, jetzt geht's los, Leute. Jetzt wird's wild. Na, aber das war doch noch nicht wild. Ich muss echt, das mit dem Sliden ist eine interessante Kombination. Das macht das Plattforming aber leider etwas ungenauer, wenn man sich nicht drauf einlassen will. Und manchmal bin ich irgendwie ein bisschen stur. Und dann mache ich das nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Dann lasse ich mich da einfach nicht drauf ein. So, was geht hier jetzt Wildes ab? Ja, wundervoll. Da hinten ist auch schon das Ende in Sicht. Mein Brötchen. Was ist denn ein Würstchen ohne Brötchen? Richtig, nur ein halbes. So, rein da. Hast du dir verdient. Wie isst ihr am liebsten eure Wurst, Leute? Beim letzten Minigame haben wir diskutiert. Kaffee oder Tee. Heute Wurst mit Senf, Ketchup oder Mayo oder sowas. So richtig geiler Senf ist halt schon schwer unschlagbar. Ketchup ist aber natürlich auch lecker. Aber es würde sich bei einer Wurst für mich zwischen diesen beiden Dingen entscheiden. Ja, da muss man so einen richtigen Fahrjump machen. Da muss es richtig weit gehen. Ich sehe das schon. Und dann kommst du irgendwann rüber. Oh, es ist richtig knapp. Für so ein kleines Konzept, so ein Proof of Concept, so eine Konzeptvorstellung, die dieses Spiel ist. Es ist ja riesig. Ist das aber auch schon ganz schön. Na, dankeschön. Okay, ich habe einen Plan, ja? War ein guter Plan. Hier oben ist wieder so eine... Oh, wir gehen erstmal da lang, oder? Ach nee, da komme ich her. Da muss man jetzt fast ein bisschen rätseln, ne? Fantastisch. So, das habe ich aber gut gemacht. Und... Oh Gott, ich war jetzt richtig nah dran. So, jetzt habe ich so platt... Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Ein Checkpoint wäre so langsam mal ganz nett, oder? You wanna verömmel me? Was fliegt denn eine Fliege vor mir rum? Mach doch mal einen Abgang! Wir haben Winter! Wieso lebst du überhaupt? So. Oh, geil, Leute. Aber was ist hier mit den Checkpoints? Warum gibt's hier keine Checkpoints? Da drüben ist ein Checkpoint, ne? I like it.
So, jetzt sind wir mal wieder hier im Game drin. Jetzt kann man wieder ein bisschen entspannen. War schon ein bisschen stressig, wie ich finde. Hallo, du kleine Tom. Warum wollen die Tomaten mich eigentlich aufhalten? Das hätte auch ein gutes License-Game zu Sausage Party sein können. Doch, so kleine Skandalnudelfilm, ne? So. Da haben wir das Grün in der Welt. Da hinten dran ist wieder das Schaf, was auch immer das da drin irgendwie zu suchen hat. Aber das finde ich ja schon ganz gut, wie sie so... Oh, komm. Naja gut, ich kann ja eh den Checkpoint nutzen. Ist ja egal. Wie sich die Welt eben auch so nach und nach aufbaut. Wenn wir dann mehr Farbe da reinbringen mit dem kleinen Würstchen, das funktioniert, ne? Also, das muss man ja sagen. Spin! 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 So, wie geht's jetzt hier eigentlich weiter? Was ist hier? Ach, warte, hier sind so Sprungfedern. Fantastisch. Oh, gar nicht fantastisch. Das ist doch zu viel hier für den kleinen Racker. Spin! Spin! Oh Gott, da ist die Ketchupflasche. Ab geht's. Ja, Baby! Da kann man doch nicht meckern. Spin! Können wir mal hier... Sag mal, kannst du da bitte einfach drauf oder... Manchmal, ne? Bist du schon wild. So, und hier ist auch wieder so eine tolle, wunderschöne... Spin! Spin! Jetzt muss ich eigentlich nur noch ins Brötchen. Brötchen! Punktlandung! Oh ja! Yeah. Quasi ins Brötchen gestagesteift. In den Hotdog-Bun. Gibt's da mal ein Level? Es gibt tatsächlich... Was ist das für ein Umfang hier? Jetzt sind wir plötzlich... Das ist doch... Das bin ich gewohnt. Ja, kommst du durch? Danke. Jetzt sind wir hier 2D. Da habe ich keinen Stress mit. Finde ich immer gut, ne? Wenn das auch so noch mit drin ist in so... 3D-Plattformen. Ein bisschen geile 3D-Action. Guck mal, wie viel eingängiger ich da direkt unterwegs bin. Einfach, weil ich nichts anderes gewohnt bin. Als das. Sind natürlich schon auch andere. Hier will er den Walljump auch nicht nehmen. Etwas andere Mechaniken. Boah, ich muss echt sagen, ich finde es so fast auch direkt geiler, ne? Also 3D-Plattformer, da habe ich noch viel aufzuholen. Den bin ich mir bewusst. Und das wird auch irgendwann mal kommen. Aber... Wie machen wir das denn jetzt hier? Ich kann ja gerade auch gar nicht gucken, leider. Ja, Walljumps wieder, ne? Das funktioniert schon irgendwie ein bisschen geiler einfach. So. Für mich zumindest, ne? Sind halt etwas klarere Linien. Ich habe das jetzt hier aber leider gerade völlig verhagelt. Jetzt sind wir aber da. Und wo lang geht's jetzt? Ah, da ist eine Sprungfeder. Sag das doch gleich. Alter. Die Plattformen, die drehen sich aber wild durch die Gegend. Da ist schon das Hotdog-Bun. Fand ich schon nochmal eine Ecke eingängiger. Also ich fand es auch mal jetzt cool, wieder so ein bisschen wirklich richtig schön 3D-Plattformer reinzuschauen. In einen 3D-Plattformer reinzuschauen. Danke für den sehr langen Trommelwirbel. Aber... Totally... Tubular ist, ich hoffe mal, einfach toll. Aber wenn sie daraus so ein komplettes größeres Spiel machen würden, dann würde ich mich schon freuen, wenn die zwei die Passagen mit dabei sind. Weil das war doch nochmal so ein etwas anderer Flow für Sosik, das Würstchen mit der Sonnenbrille. Wenn ihr auch so cool seid wie das Würstchen da, dann teilt mir das gerne mit einem Würstchen mit in Form von einer Bewertung. Und jetzt höre ich auf, das Wörtchen Würstchen in den Mund zu nehmen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss und reingehauen.